Ja. Und dann gibt es ja auch noch dieses Verlangen. Ich verlange jetzt auch einen Anrufer. Lieber Jophiel, ich bedanke mich jetzt dafür, dass jetzt gleich das Telefon klingelt. Ups. Ja, so schnell wird man erhört. Willkommen zur Geisterstunde. Hallo, Tauti, hier ist Detlef. Detlef? Ja? Ich habe ja meinen Mann am Telefon, das ist ja herrlich. Was kann ich für dich tun? Ja, ich oder wir hätten gerne mal gewusst, ob unser Papa gut angekommen ist. Wer ist denn wir? Also Sibylle, das ist meine Schwiegermutter. Ja. Und meine Frau. Gut. Simone. Ihr drei. Ja. Wann ist denn der Papa gegangen? Der Papa ist im Februar vergangenes Jahr gegangen. Wie heißt denn der Papa? Dieter. Dieter. Okay. Und meine... Warte, ich kann nicht auf zwei Dinge hören. So, ich habe ihn hier. Ja? Ja. Er sagt, ich bin schon gut angekommen, aber nachdem er ja ständig über mich redet, muss ich natürlich immer wieder nach dem Rechten schauen. Ich pendle hin und her, sagt er. Es geht mir sehr, sehr gut, sagt er. Aber da ich auch weiß, dass er mich sehr vermisst, komme ich immer wieder. Manchmal spürt mich die Mutter auch, sagt er. Sie will es nur nicht wahrhaben, sagt er. Aber ihr werdet dieses Spüren noch mehr spüren, sagt er. Ja, ich denke, das hört sich doch gut an, findest du nicht? Doch, finde ich sehr gut, ja. Ja, ich muss dir sagen, ich bin ja auch so spirituell. Ja, ja, jeder Mensch ist spirituell. Ja, und gehe auch diesen Weg, aber manche zweifeln dran. Ja, du weißt ja, der Zweifel raubt dem Glaube die Grundlage. Genau. Also ich hoffe, die Mutti hat das gehört, was er gerade gesagt hat. Ja. Ja? Mhm. Gut. Okay. Ich danke euch. Danke. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss.